Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Wir haben uns in der letzten Folge endlich den geilen Torga Reißzahn hergestellt. Ich bin so gespannt, den endlich auszuprobieren. Das könnt ihr mir gar nicht glauben, wie sehr ich mich darauf freue. Wir machen jetzt erstmal kurz das Inventar leer. Und dann würde ich sagen, geht's nochmal. Na gut, schlafen können wir glaube ich nicht, aber zumindest ein bisschen ausruhen. Und dann geht's wieder ab ins Gebirge. Und dann werden die ersten Drachen mal richtig schön den Torga Reißzahn zu spüren bekommen. Ist nämlich auch andererseits ganz geil, wenn wir jetzt mal sterben sollten, haben wir schön noch eine Stufe 4 Bogen. Obwohl, wir hätten auch noch eine Stufe 3 gehabt. Dann können wir zweimal sterben, sind immer noch gut ausgerüstet. Perfekt. Alles andere passt, Essen ist da, ein paar Tränke haben wir einstecken. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Wir können noch mal fix durchreparieren, Ausgeruht-Skill ist am Start. Oh, hier ist gar nichts, da ist eigentlich bloß der Bauhammer. Naja. So, zack. Das haut hin. Wir haben hier noch einen Trank, obwohl wir den ja nicht mehr zwingend brauchen. Also es ging jetzt mit dem Gebirge echt voran, ne? Jetzt mal gucken, wie wir so aussehen. Ist eigentlich schon ziemlich geil, würde ich sagen. Dieser Wolfsumhang. Das Schild sieht auch cool aus, auch wenn wir es leider in der falschen Farbe hergestellt haben. Aber auch mit dem Bogen. Ach, mega. Es geht voran, so langsam wird es richtig mega geil. Also, ey, jetzt wollte ich schon wieder laufen. Wir haben doch ein Portal. Schnell reingefuttert. Und ab zum Portal und dann geht's da mal weiter gucken. Wir brauchen nämlich noch, was brauchen wir denn noch? Eigentlich noch ein Drachenei auf jeden Fall. Lass noch mal ganz kurz gucken, weil wir haben ja jetzt den Torga Reißzahn. Wir haben das Silberschild. Na gut, wir könnten jetzt noch Brustschutz und Wolfsbeinschutz bauen. 20 Silber, 20 Silber. Wolfs Pelz, Wolf Zahn haben wir beides da. Hat jeweils einen Rüstungswert von 20 und das war glaube ich dasselbe wie hier, ne? Genau, auch 20. Bloß, dass wir es dann natürlich noch upgraden können. Silberschild würde nochmal 4 Silber kosten, könnte man prinzipiell auch upgraden. Wird dann einer 80 und ich glaube 75 hat es vorher, ne? 4 Silber und ein bisschen Holz war's. Wie sieht's denn aus? 2 Silber, naja. Also auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal ins Gebirge, sammeln noch ein bisschen Silber ein. Ich sag mal, wir sind zwar jetzt mit der Eisenrüstung ganz gut unterwegs, aber wir wollen natürlich alle Rüstungen einmal durchprobiert haben. Also werden wir uns die beiden Wolfsgeschichten natürlich auch herstellen. Es scheint nur kein Helm zu geben. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Entweder gibt es den nicht, dass es der Eisenhelm bleibt und wir dann erst wieder so einen Schwarzmetallhelm oder sowas bekommen. Ich höre doch schon wieder einen Drachen. Wo bist du denn? Ich sehe ihn nicht. Hey, wir haben eine Truhe. Hier war auch irgendwo der Steingolem. Hatten wir den zwischenzeitlich jetzt besiegt? 6 Frostpfeile, ein bisschen Münzen und Bernstein. Sehr schön. Bin mir nicht sicher, ob wir den jetzt mittlerweile schon mal besiegt hatten. Aber ich glaube eigentlich nicht. Wir sind doch weggerannt vor dem. Nee, den haben wir besiegt. Pardon, eine Erinnerung. Ihr wisst, wie es ist. In Sachen merken gibt es deutlich bessere als mich. So, eigentlich hätte ich gern den Reißzahn mal probiert. Aber der kam mir jetzt hier ein bisschen schnell. Bam. Und bam. Wir haben aktuell halt wirklich Glück, dass die größtenteils einzeln kommen. Als wir unseren ersten Tod im Gebirge erlebten, waren das ja Minimum 2 Wölfe und ich glaube sogar mehr. Ich möchte jetzt auch nicht lügen. Aber dass wir von 2, 3 Wölfen auf einmal angegriffen werden, ist jetzt eigentlich nicht nochmal passiert. Schon wieder 2 Silber. Also es geht eigentlich relativ flink, muss man sagen. Also ich würde sagen, bevor wir uns dem Drachen dann widmen, ist halt eh die Frage, wir müssen den ja erstmal lokalisieren und dann müssen wir auch gucken, wie wir die Eier da ordentlich hinkriegen. Können das dann eigentlich nur mit so einer Portalkette so wirklich geil machen. Weil wir halt leider immer noch nicht den Händler gefunden haben.
Bin schon wieder voll. Ach, Quatsch. 50 Stein. Hier nochmal 18. Also irgendwie springt da verdammt viel Stein bei rum. Ja, ist halt die Frage. Also natürlich müssen wir erstmal den Stein finden, um die Drachenmuddy zu lokalisieren. Und das dritte Drachenei fehlt natürlich auch noch, aber so schnell wie wir die ersten beiden fanden, denke ich doch mal, das dritte auch nicht allzu weit weg sein wird. Ich hoffe es zumindest. Mal schauen. Schon wieder voll. Ach Menno, gib mir das Silber. So, jetzt sind wir aber komplett voll, 16 Silber einstecken. Eigentlich wäre es schlau, wenn wir das Portal mal hier rüber bauen. Dann brauchen wir nicht jedes Mal hin und her laufen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch als nächstes. Ich würde sagen, wir teleportieren uns einmal heim, packen kurz das Silber in die Schmelzöfen, machen wieder zurück und bauen das Portal nochmal um zu der Silberader. Spart uns auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Und wie jeder weiß, Zeit ist Geld. Oder in dem Fall Silber. Noch was drin, ein bisschen Kohle ist drin. Wie viel hatten wir? Ganze 16 Stück. Also hier einmal 8 und hier haben wir noch 8 Kohle. Wird also beides nicht reichen. Wir können eigentlich die Kohle auch mal hier drüben mit reinpacken. Spart uns auch wieder Laufzeit, Laufwege. Gott, wenn ich, oh Gott, wenn ich überlege, wie viel Kohle wir hatten. Und jetzt sind wir schon wieder fast out of Kohle. Das ist einfach nur traurig, wie schnell das Zeug verschwindet. So, dann packen wir einfach mal hier die Kohle fix rein und das eine Silber schon. Weiß nicht, warum da jetzt noch Stein drin war. Und wir machen mal ein Stack Holz weg und packen das gleich mal noch in die Kohlenmeiler. Dass wir hier nicht auf einmal out of Kohle sind. Ach, 100 Holz. Ich wollte doch nur eins wegmachen. Verdammt. Wir können prinzipiell auch mal gucken, was so ein Kohlenmeiler kostet. Obwohl es eigentlich auch ein bisschen Verschwendung ist, jetzt noch mehr davon zu bauen. Ah, die bräuchten eigentlich auch einen ordentlichen Abzug. Also hier Rauchabzug. Fünf Surtlingkerne. Nö, das ist es mir nicht wert. Die brauchen wir auf jeden Fall noch für unsere ganzen Portale. Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal noch ein bisschen im Gebirge rum und dann machen wir uns in den nächsten Folgen auch mal dran, hier endlich mal ein Gebäude zu bauen. Ich habe es schon so lange vor. Aber man ist dann halt natürlich auch neugierig, wenn man dann endlich geschafft hat, Knochenwand zu besiegen, die Wünschelrute hat, will man natürlich auch ins Gebirge Silber abbauen. Das ist ganz klar. Ach, ich hätte gleich mal das andere Zeug noch mit wegpacken können. Naja. So, einmal eingerissen. Und auch ein bisschen eingeschissen durch die Kälte. Passiert halt manchmal. Wer kennt es nicht? So, Wolfi, jetzt kriegst du mal ein Torga ab. Bam. Oh, okay. Jetzt haben wir die Vergiftung richtig gut sehen können. Bei den Drachen wird das wahrscheinlich nicht anders sein. Müssen wir mal gucken, ob wir so einen Steingolem vergiften können. Weil der ist ja irgendwie aus Stein. Keine Ahnung, ob das klappt. Können wir nur mal ausprobieren. Ja, doch schon wieder Wölfe. Wo seid ihr? Wäre natürlich schön, wenn wir noch das Drachenei finden, das dritte. Hier ist was. Ganz doofe Stelle. Entweder hier noch. Wird es hier mehr? Irgendwie nicht. Wird das mehr? Ja, ein bisschen. Irgendwas kommt. Ich hab's doch gehört.
Also es wird auf jeden Fall mehr, ich weiß bloß noch nicht genau. In die Richtung, vielleicht hier so. Nee, jetzt wird's weniger. Es ist manchmal nicht so easy. Hat halt auch so gar keine Richtung. Aber wir kommen auf jeden Fall näher. Aber es reicht noch nicht. Ne, hier wird es weniger, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Das ist gar nicht so einfach, finde ich. Ich höre die ganze Zeit irgendwas. Ich glaube Drachen, aber ich habe keine Ahnung wo. Hier. Ich glaube hier, perfekt. Komm, wir buddeln mal ein Stückchen. Gib mir Silber. Da haben wir eine Silberader, perfekt. Wir markieren es uns gleich mit einem Punkt. Und das sind bestimmt die nächsten 50 Silber oder so, vielleicht auch mehr. Ich freue mich. Also es mangelt auf jeden Fall erstmal nicht an Silber in Zukunft. Und vor allem doch relativ nah an der anderen Ader dran. Hätte ich gar nicht gedacht. Vielleicht finden wir ja doch noch sehr, sehr viele davon. Dann kriegen wir die ganzen Geschichten. Was? Sag mal, was ist denn das? Ja, das sag ich doch. Ich höre was. Verdammt. So, der ist vergiftet. Vergiftung ballert. Oha. Bisher noch nicht so mega rein. Okay, hätte ich ein bisschen mehr... Gott, was ist denn los hier? Komm, wir hauen direkt mal Knochenwanst rein. Jetzt wollen sie es wissen. Ich glaube, wir haben die ein bisschen verärgert hier alle. Oh, komm hier. Zack, bam. Ich würde ganz gern erstmal den Wolf wegkriegen. Aber ich bin hier... Nee, wir brauchen das hier unbedingt... weil jetzt sind wir nämlich gefrostet. Also, der Umhang bringt nur was gegen die Kälte, aber nicht gegen Einfrieren. Jetzt ist hier aber auf einmal Bambule, ey. Oh, wo kommt denn er her? Stimmt, da war ja noch ein zweiter. Hätte ich schon wieder ganz vergessen gehabt. Bam, die Vergiftung holt dich. Also irgendwie hält die Vergiftung nur verdammt kurz an. Haben die Feuerpfeile irgendwie mehr gemacht. Also schadenstechnisch natürlich nicht, aber effekttechnisch haben die Feuerpfeile mir irgendwie besser vor. So, jetzt ist hier aber mal Schluss. War denn das? Was war denn da los? Vor allem, wir waren ja schon ein paar Mal hier und haben Silber gesammelt. Und hier war nichts, außer mal ab und zu ein Wolf. Und auf einmal kommen hier zwei Drachen, zwei Wölfe und denken, die können es uns zeigen. Wir tragen zu viel. Geil. Aber natürlich nicht mit uns. Wir sind mittlerweile stark genug, um das auszuhalten oder um die zu besiegen. So, Gebirge. Wie sieht's denn aus? 267. Das ist alles noch Stein. Jetzt können wir aber hier auch mal direkt so einen Steinhaufen basteln. Bei Werkbank ist ja da. Und gucken mal noch ein bisschen nach etwas Silber. So, 4 Steine brauchen wir noch. Dann können wir noch so ein Ding basteln. 2 Steine noch. 1 Stein noch. Gib mir einen Stein. Komm schon. Ja, jetzt kommt natürlich kein Stein mehr. Wie sollte es anders sein? So, jetzt. Dann können wir nämlich noch so ein Ding basteln. Und haben erstmal unsere Ruhe. Was das Gewicht angeht. Ja, aber schön, wir sammeln immer mehr Zähne. Wir brauchen die ja auch für die Rüstung. Aber ich glaube, da haben wir schon genug. Ich denke fast, wir hätten jetzt keine weiteren mehr benötigt. Vielleicht können wir die auch hinhängen. Auf den Objektständer, obwohl die wahrscheinlich sehr klein sein werden. So, hier hauen wir die 6 Steine noch weg. Dann kriegen wir bestimmt noch einen Silber weg. 2x Stein.
dafür das Silber wieder nicht aufgenommen. Der hat einfach keine Prioritäten, der Typ hier. So, wir hauen mal noch kurz das mit raus und machen uns schnell heim. Also es geht eigentlich relativ flink. Klar, wir können uns halt teleportieren, das darf man nie vergessen. Im Normalfall würde das alles ein bisschen länger dauern. Guck mal, schon wieder Schnee und es wird wahrscheinlich gleich weg sein. Irgendwie liegt das daran, wenn wir uns aus dem Gebirge teleportieren, dass es immer mal kurz schneit. Also ich finde es cool, aber ob es so gewollt oder ein Bug ist, ich habe keine Ahnung. Also schon wieder 9 Silber. Zack, rein damit. Der war komplett fertig hier. Bam. Wir packen das Silber erstmal ganz kurz mit hier in die Truhe. Wie viel haben wir zusammen? 16 Stück. Und dann brauchen wir noch etwas Kohle. Ja, wir müssen auf jeden Fall die Kohlenmeiler jetzt dauerhaft voll haben. Weil wir werden eine ganze Menge Kohle brauchen. Wir können gleich nochmal zusammenrechnen. Wir machen jetzt die Folge eh nicht nochmal zurück. Dafür wird es zu knapp. Aber nächste Folge dann natürlich wieder. Wir können gleich mal zusammenrechnen. Ich glaube, 20 Silber kostet uns ein Rüstungsteil, wenn ich mich nicht irre. 20 Silber und Kette. Aber ich glaube, eine Kette haben wir noch. Und nochmal 20 Silber. Das sind 40 Silber. Aber es gibt kein Helm, ne? Tatsächlich nicht. Es gibt noch so einen Wolfszahnspeer. Ich würde eigentlich ganz gerne mal wieder ein bisschen Fische sammeln gehen. Wir haben das halt noch nie gemacht. Die 2 Fische, die waren ja zufällig irgendwie da. Silberschwert gibt es noch. Schlitzenwert von 75. Hauenwert von 73. Aber ich möchte ganz gern beim Streitkolben bleiben. Natürlich ein bisschen schade, dass es keinen Silberstreitkolben gibt. Warum auch immer. Frage ist halt auch, wir haben den jetzt auf Stufe 4, richtig? Richtig. Geht der noch höher? Sehe ich zumindest nicht. Man kann auch hier, Max Qualität steht überall da. Streitkolben, nee, ist auch Max Qualität. Wo jetzt hier steht, Hauen 79. Hauen 73. Warum denn das? Ist der nicht... Der ist doch komplett repariert. Komisch. Warum das jetzt unterschiedliche Werte hat, weiß ich nicht. Also wir kriegen den nicht höher. Das heißt, um besser zu werden, können wir uns tatsächlich nur das Silberschwert machen. Was auch immer Geist bedeutet. Viele Fragen, muss ich alles mal noch googeln. Ja, also entweder machen wir uns das Schwert, können das noch hochwerten und werden dann, keine Ahnung, vielleicht auf 85, 90 kommen. Weil mit dem kommen wir nicht weiter. Aber ich finde es schade, dass wir keinen silbernen Streitkolben machen können. Das ärgert ein bisschen. Naja, wir können es nicht ändern, dann ist es halt so. Ich wollte eigentlich nicht nochmal mit Schwert kämpfen. Weil wir vor allem Schwert auch überhaupt nicht hochgelevelt haben. Wenn wir jetzt mal schauen, wo sind Schwerter? Hier unten 22. Wir haben Schlagwaffen auf 47. Hm. Nicht so cool. Was haben wir hier noch auf 0 gehabt? Messer, Speere, Stangenwaffen. Das ist alles nicht so meins. Aber generell müssen wir da mal wieder ein bisschen hochleveln. Viel zu viel gestorben in letzter Zeit. So, der brutzelt noch. 3 Stück sind drin. 8 Kohle, das sollte ungefähr passen, denke ich. Und dann können wir uns jetzt nämlich auch schon das erste Rüstungsteil noch herstellen. Komm, das machen wir noch schnell in der Folge und dann schaffen wir es bestimmt in der nächsten Folge, das zweite Rüstungsteil herzustellen. So, wir haben eine neue Trophäe. Jetzt müssen wir mal gucken. Die 50 Kohle habe ich noch einstecken. Das nochmal schnell rausnehmen, bis wir wieder ein bisschen Platz haben. Fleisch und Münzen packen wir noch weg und dann gehen wir schnell mal rüber. So, Münzen, hier, bam. Wir sind schon ganz schön reich, können es bloß nicht ausgeben, weil niemand mit uns handeln möchte. 5 Wolfsfell, eine Kette. 4 Wolfsfell haben wir einstecken, also bam, noch eine rüber. Und jetzt ist die große Frage, wo haben wir Ketten? Da
Da haben wir sie. Perfekt. Wir hatten sogar noch drei. Und die 20 Silber noch rangeholt. Ich finde es an sich gut gemacht, dass es so ist, dass das Max-Level von dem Rohstoff davor, also in unserem Fall jetzt Eisen, genauso stark ist wie das erste Level vom nächsten Rohstoff. Wäre natürlich doof gewesen, wenn das Level 4 jetzt besser gewesen wäre als Level 1 Silber. Dann hätte man sich halt auch gesagt, nö, dann hole ich mir das erstmal nicht. Aber so finde ich es eigentlich ganz gut gemacht. So, bam, Wolfsbrustschutz. Rüstung von 20. Wir ziehen den hier aus, kommen auf 41 zurück. Und ziehen den hier an und kommen wieder auf die 61. Jetzt müssen wir mal gucken, was die Upgrades kosten. 5 Silber, 2 Wolfspelz, das ist ja voll okay. So sieht's aus. Mit der Kette drumrum, schon irgendwie ganz cool gemacht. Und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal ein Folgenende. Wir werden dann nächste Folge uns den Beinschutz noch herstellen und vielleicht auch schon die ersten Upgrades mal schauen. Ja, wohl oder übel dann wahrscheinlich auch gezwungenermaßen das Schwert noch dazu herstellen. Oh, wir können direkt nächste Folge starten mit einem Upgrade. Oder wir sparen noch auf das zweite. Überlege ich mir noch. Morgen geht's weiter, bis dahin. Macht's gut.